Jo, grüßt euch Mates heute zu einem kleinen Case-Opening. Ich werde nachher an die Ostsee düsen und da habe ich mir gedacht, mache ich doch vorher nochmal ein paar Cases auf. Übrigens, kleine Info zwischendurch, ich versuche gerade in die Facecam zu gucken, mehr oder weniger, weil das wurde im letzten Video, da wurde darauf hingewiesen. Ich hoffe, ich raff das, aber es ist einfach mega komisch irgendwie, einfach in so ein komisches Ding zu gucken, so. Irritiert mich. Aber ich gucke vielleicht auch mal hier rechts auf den Bildschirm. Da sehe ich das Bild von der Facecam und in der Mitte natürlich das, um was es heute geht. Und zwar Gamma-2-Cases, beziehungsweise Keys. Ne, es geht um die Cases. 15 Stück habe ich mir gegönnt. Kostet, glaube ich, so um die 50 Euro der ganze Spaß, hier das aufzumachen. Und ja, neue Case. Ich habe schon auf Twitter gepostet. Ich finde die Case an sich ziemlich wack. Allerdings, eine Sache ist mir aufgefallen, und zwar die P90 finde ich sehr, sehr geil. Also für einen Blueskin absolut nice. Die Farmers ist ganz okay, ist ein Redskin, ja. Die Glock auch ganz okay. Ja, bevor ich jetzt anfange, die Cases aufzumachen, habe ich noch eine kleine Bitte an euch. Und zwar wird mein nächstes Video, oder eins meiner nächsten Videos wahrscheinlich ein FAQ sein, hier auf YouTube. Und da werde ich ein Bild die Tage hochladen auf Instagram und da könnt ihr dann Fragen drunter stellen, weil YouTube ist immer irgendwie mega unübersichtlich mit den Kommentaren, deswegen mache ich das bei Instagram. Da werde ich euch mal in Instagram mal einblenden und ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr followen und mir dann ein paar Fragen stellen. Und vielleicht seid ihr im nächsten Video dann mit eurer Frage dabei. So. Der Tryhard, das ist der Tryhard hier. Der Tryhard Zocker. Die Tryhard Zocker Posi, so sitze ich immer, wie der größte X-Lappen. So. Oh, Jungs! 3, 2, 1 und auf geht's. Ey, wenn ich. Ich bin schon zufrieden, wenn ich irgendwas. Wenn ich irgendwas Besseres als Blau ziehe, glaube ich. Übrigens. Für die Leute, die auf Twitch immer am Start sind, ich werde jetzt wie gesagt 2 Tage nicht streamen. Wir sind Samstag, Sonntag und Montag. Morgen sind wir an der Ostsee. Meine Mutter hatte nämlich Geburtstag. Und da haben wir ihr ein Wochenende geschenkt an der Ostsee. Mal gucken, wie das so wird. Allerdings, ich habe schon den Wetterbericht gecheckt und es ist die scheiß Negev. Ich habe den Wetterbericht gecheckt. Die ganze Woche 30 Grad, 32 Grad. Und jetzt, warte, ich sag's euch, ich gucke kurz auf mein Mobiltelefon. Aber währenddessen kann ich ja schon mal die Case aufmachen. So. Ich gucke einfach nicht hin. Doch, ich gucke hin. Oh ja! Timmendorfer Strand, so. Die ganze Woche 32 Grad, heute 21 Grad bewölkt. Und morgen, na gut, morgen 31 Grad, aber Gewitter. Und Montag 20 Grad. Eieiei. Eieiei, das wird eine Fahrt, sage ich euch. Mal gucken. Ihr könnt gerne auch in die Kommentare schreiben, was ihr von der Case haltet, natürlich. Welche Skins ihr geil findet. Obwohl die AUG ist, glaube ich, auch. Pardon. Die AUG ist auch noch ganz annehmbar. Wollen wir mal inspekten hier das Gerät. Der Gerät. Ja, ich glaube. Na, vielleicht muss ich auch noch mal alles genauer angucken hier. Ja, also es gibt schon beschissenere Skins, aber ja, gibt auch bessere. Ach, oh, Stat-Tracker. Ne, doch nicht, die Deagle ist es. Container, was haben wir da? Die ist es nicht. Aber es ist auch schon, keine Ahnung. Ich hätte so gerne ein Flip Knife Lore. Das will ich schon irgendwie seit 2 Monaten haben, aber ich komme einfach nicht dran, egal was ich mache. Oh, die Glock. Okay. Da habe ich ein Video von dem MC Skillet gesehen, der hier vorne ein Eyeball-Power draufgeklebt hat oder beziehungsweise es ausgetestet hat. Lustigerweise gab es das auch mal mit einer AK Jaguar. Wenn die AK Jaguar von euch einer kennt, da haben auch manche so ein Eyeball-Power, das ist Holo, glaube ich, vorne draufgeklebt. Das sah mega nice aus. Wollte ich mir mal in einem kurzfristigen Höhenflug holen, aber hat dann das Mula doch nicht gereicht. Es tut mir leid, ich vergesse immer in die Facecam zu gucken. Ah, es tut mir echt leid. Aber egal, wir sind ja hier, um zu
Leute, dreimal lila in Folge, da muss das Knife kommen jetzt. Wir sind ja hier, um zu improven, ne? Übrigens, ich habe Bock auf ein bisschen YouTube-Beef. Lieber Nato, du bist ein Lappen. Oh ja. Da ist er. Oh ja, das ist die P90. Dann könnt ihr euch die mal angucken. Aber ein Battle Game. Also, ich persönlich finde, die ist übelst nice für einen Blue Skin. Also, ich finde, das ist eine der geilsten P90 Skins. Werde ich mir auf jeden Fall in Stat FN holen. Wird ja wahrscheinlich nicht so teuer sein, hoffe ich mal. Wenn es den FN gibt. Habe ich noch gar nicht gecheckt. So, richtig hinsetzen hier. Oh ja, kurz mal gerichtet für die UMP45 Briefing. Wie viele Cases haben wir noch? 5 Cases, oder? Ey, bitte, bitte, bitte. Oh ja, nochmal die P90. Also so geil finde ich die jetzt auch nicht, dass ich da 10 Stück von brauche, um ehrlich zu sein. Ah doch, Factory New gibt es sogar. Immerhin wurde meine Frage jetzt beantwortet. Von Gaben höchstpersönlich. Oh, Baby. StatTrak 578. Oh ja. Was ist das denn? Oh. Kann ich jetzt, bevor ich nicht in diesen... Oh. Einfach bevor man jetzt mal irgendwie an den Strand fährt, kurz ein Knife ziehen. Dann chillt man da mit einer Capri-Sonne und der örtlichen Sonnenbrille. Und genießt einfach sein Leben. Aber nein. Oha, Redskin vorbei. P90 Grimm, oder? Oh ja, das ist aber, glaube ich, sogar der teuerste von den Blue Skins. Von daher ganz okay. Ist, glaube ich, so ein Euro wert im Moment. Alter! Ich flippe aus, Alter. Ich stech dich ab, Amanakolm. Game. Letzte Case, Jungs. Lass uns was Verrücktes machen. Letzte Case, oder? Oh ja. Was habe ich denn hier so rum? Oh ja! Was haben wir denn? Mate. Mates. Das hat ein gutes Stück hier. Das gute Stück hier habe ich auf der Gamescom geschenkt bekommen vom guten Halo Reach. Also wenn du das Video siehst. Und vom Kingo, glaube ich. Mates, das Lama ist am Start. Oh ja. Warte. Das wird das neue Thumbnail, oder? Oh ja, und jetzt ist es das Knife. Niemals! P90 Grimm, oder? Wow. So, das Lama muss wieder platziert werden an seinem rechtmäßigen Platz. So, Jungs, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Case-Opening. Ich düse ab. Wie gesagt, vergesst das mit Instagram nicht. Wenn ihr eine Frage an mich habt, zum Beispiel... The Rings! Ah, in die Kamera. The Rings! Wie hast du es geschafft, so wohl genährt zu werden? Das war das gute Eis. Ne, Spaß beiseite. Wie gesagt, würde mich echt freuen und wir sehen uns am Montag. Haut rein.